da sind wir wieder. Nachtzug nach Hamburg, 226. Ausgabe hier an diesem Freitagabend. Hört ihr jetzt einen Unterschied eigentlich? Ich bin auf Gerolsteiner umgestiegen. Gerolsteiner Medium hat ein bisschen Sprudel und schmeckt mir auch nicht schlecht. Und es war einfach heute im Sonderangebot, deswegen habe ich mir mal so ein 6er-Pack mitgenommen. Sonst mag ich ja eigentlich am liebsten das ohne Kohlensäure. Aber heute am Freitagabend, kennt ihr doch bestimmt, die Woche ist gelaufen. Man hat nochmal richtig Gas gegeben, weil man nicht zu denen gehört, zu den Leuten im öffentlichen Dienst, die mittags schon den Stift fallen lassen und eigentlich Freitag früh schon mit Frühstück beginnen im Kollegenkreis und schon mental den ganzen Tag im Wochenende sind. Nee, ich gehöre zu denen, die, weil sie müssen, freiwillig ja, macht man es eigentlich auch, aber wenn ein bisschen Druck dahinter ist, dann macht es natürlich noch ein bisschen mehr aus. Auf jeden Fall bis zur letzten Minute gearbeitet und dann kommt man nach Hause, erst noch im Supermarkt schnell dadurch, zack, 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 die nötigsten Sachen gekauft und dann ausruhen. Erstmal Beine hoch, sich was gönnen, aber man weiß, man hat ja noch so einiges zu tun, unter anderem sauber machen. Man schmeißt vielleicht noch ein Brot in den Brotbackautomaten beziehungsweise eine Fertigbackmischung, so habe ich das heute auch gemacht. Und dann versüßt man sich die notwendigen Übel, nämlich genau das Saubermachen, durch technische Gerätschaften. Ich habe mir vor ein paar Tagen einen Swiffer zugelegt, also ein Reinigungsgerät, was eigentlich völlig überflüssig ist, denn man hat ja schon einen Staubsauger und man hat natürlich genügend Lappen. Aber die Faulheit unterstützen tut so ein Swiffer ganz ungemein. Man muss nicht den schweren Staubsauger jedes Mal aus dem Besenschrank rauszerren, raushakeln. Dabei fällt dann noch der Besen und der Schrubber um und man hat dann alles auf einmal in der Hand. Man nimmt einfach dieses kleine Ding und saust einmal durch die Wohnung. Hinterher schmeißt man den Lappen weg und fertig ist es. Ich bin eigentlich sonst gegen solche Sachen, weil ich denke, das ist total überflüssig. Andererseits liebe ich dieses Gerät und so davon hat man ja mittlerweile einiges im Haushalt. Ich weiß nicht, ob ihr auch zu den Leuten gehört, die ihre Orangen nicht mehr von Hand auspressen, sondern dafür eine elektrische Orangenpresse haben. Das Brot backe ich auch im Brotbackautomaten. Was mache ich denn noch nicht mehr selber? Den Kaffee koche ich nicht mehr selber. Das macht auch inzwischen eine Kaffeemaschine. Wäsche waschen und so weiter, das ist ja ganz logisch. Aber welche Art von überflüssigen, in Anführungszeichen, Haushaltsgeräten treiben sich eigentlich in euren Haushalten so rum? Habt ihr etwa auch einen Eierkocher? So ein Ding habe ich nicht, muss ich sagen. Hatte ich mal, aber da sind die Eier nie so geworden, wie sie werden sollten. Da war das purer Zufall, wenn es so geworden ist, wie ich das immer möchte, nämlich das Weiße hart und das Gelbe weich. Aber eher ein bisschen fester, der Rand vom Gelben auch schon und innen drin nur noch so ganz flüssig. Und das kriegt man mit so einem Eierkocher kaum hin. Oder habt ihr da einen Trick, den ihr beachtet? Ich nehme, seitdem ich da nicht so richtig glücklich mitgefahren bin, einfach wieder einen normalen Topf mit Wasser, 6 Minuten 30 Sekunden bei der Größe L und schon werden die Eier ganz perfekt. Zumindest mit dem Hamburger Wasser, so wie der Härtegrad hier in Niendorf ist. Aber was mich interessiert, sind eure elektrischen oder auch nicht elektrischen Haushaltshelfer, die eigentlich überflüssig sind oder wo es auch ohne diese Geräte geht, aber die man trotzdem hat und die man doch schätzen und lieben gelernt hat. Dann schreibt mir an nachtzug@email.de oder als Kommentar auf die Homepage www.nachtzugnachhamburg.de. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende. Ich danke für den Speicherplatz auf euren Geräten, Flash-Speicher, Festplatten, je nachdem. Ich sag Moin, Mahlzeit oder guten Abend, je nachdem, zu welcher Zeit ihr mich jetzt hier gerade hört. Und dann hören wir uns auf jeden Fall morgen wieder. Euer Reiko.